Ja, nach mehreren glücklosen Versuchen im 430 Amazonas to go mit meinen Skalaren, den Pinot Noir, der schwarzen Zuchtform, ja, habe ich gedacht, ich klaue Ihnen mal ein bisschen Laich, habe euch das auch gezeigt, wie ich das dann zum Schlupf gebracht habe. Ja, und hier seht ihr, ob das Ganze erfolgreich war oder auch nicht. Ab fleißig gefüttert mit Artemia Nauplien, die nehmen die also relativ schnell an. Da muss man also nicht irgendwo ja, sich groß Sorgen machen. Sobald der Dottersack aufgebraucht ist, ja, nehmen sie schon frisch geschlüpfte Nauplien. Das sieht man auch ganz gut hier an den rosa Bäuchen. Das ist immer ein sicheres Indiz, dass es gut klappt. Ja, kleiner Ausströmerstein rein, habe ich gute Erfahrung gemacht. Und das Erste, was mir nach mehreren Tagen aufgefallen ist, seht ihr hier im Vordergrund. Dieses kleine spinnenähnliche Getier ist eine Süßwasserhydra und die sind gerade in Aufzuchtbecken gefürchtet. Ja, ich habe da mal ein Video drüber gemacht. Ja, gibt es zwei Formen. Die grüne, die hat ja, eine Alge praktisch eingelagert und ja, ernährt sich dann in Symbiose mit ihr. Und da gibt es so gräulich-weißliche, das sind reine Räuber, die also Kleinstlebewesen wie zum Beispiel Nauplien sich schnappen und davon ernähren. Schaut in das Video mal rein, habe ich auch spektakuläre Aufnahmen, wie eine ja, Garnele vernesselt wird, ja, in Zeitlupe, also wirklich sehenswert, was ganz was Besonderes. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Ja, so habe ich mit meinen Hobby-Zuchtschalen hier immer wieder fleißig Nauplien nachgelegt. Die halten sich ja relativ lang im Süßwasser. Auch da habe ich mal einen Versuch gestartet, um mal zu sehen, wie lange das geht. Es kommt stark von auf die Größe an von den Nauplien. Die großen halten sich über 12 Stunden, die kleinen so 6 Stunden plus minus eine Stunde. Ja. Also wenn man da ja, fleißig füttert, die halten sich doch ganz gut, sodass immer ein bisschen Nahrung drin ist. Allerdings ja, habe ich immer ein bisschen Probleme gehabt, weil ich doch relativ teilweise spät von der Schule heimkomme. Das ist eine Ganztagsschule, so habe ich morgens gefüttert, ganz früh. Und dann kam ich erst um 4, 5 als nach Hause. Und das war dann wohl nicht so ganz ideal. Nämlich, als ich dann mal eines Tages hier reinschaute, nach ungefähr einer Woche, habe ich erstmal eine explosionsartige Vermehrung der Hydren festgestellt und zweitens keine Jungtiere mehr entdeckt. Jetzt war die Frage natürlich da, woran lag's? Ja, also die Hydren, dass die wirklich alle hier vernesselt haben und ich habe leider keine toten Tiere finden können, wobei die unten in dem Mulm vielleicht auch gleich verarbeitet werden. Aber eine zweite Sache ist mir aufgefallen, nämlich der Einhängekasten, den habe ich mit Magneten befestigt und der war hinten abgerutscht. Jetzt sehen wir ihn, dass ich ihn wieder gerichtet habe. Aber da war das hintere Teil schon unter Wasser. Es könnte also theoretisch auch sein, dass es die kleinen Babys rausgespült hat. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So ganz sicher kann ich es nicht sagen. Ja, es gibt noch eine dritte Option neben der Fütterung, den Nauplien, dem Abrutschen, also sogar eine vierte, nämlich dass hier ja, die Sulawesi-Inlandsgarnelen sich über die ja, kleinen Babys hergemacht haben. Jetzt sehen wir nochmal die Vermehrung. Ich habe dann den Einhängekasten mal ausgeleert in so eine Box rein und habe festgestellt, hier waren bestimmt 10, 12 oder sogar noch mehr kleine Sulawesis. Die machen eigentlich den geschlüpften Babys nichts. Über die Eier machen sie sich her. Also da habe ich eher den Verdacht, dass die nicht dazu geführt haben, dass die ganzen Babys sich da verabschiedet haben. Naja, also keine Good News, keine guten Nachrichten, sehr schade, aber ich will euch natürlich nicht ohne gute Nachrichten ins Bett lassen. Ich habe mir dann gedacht, kommt ihr zwei, ihr sollt doch mal ein Erfolgserlebnis haben. Ich mache es sowieso höchst ungern, dass ich
bei pflegenden Fischen, also wie den Zwergbuntbarschen, eben die Eier wegnehmen und das selbst irgendwie machen. Ja, das ist ja gerade das Faszinierende an den Tieren. Ja, das Kümmern um die Brut, das Sozialverhalten, das die da an den Tag legen, wie die als Paar zusammen agieren, wie sie nachher ja hier befächern und die verpilzten Eier wegzupfen. Das sind ja die Dinge, die eigentlich ein Aquarianer sehen möchte. Ja, das ist das, was mich immer an allen Zwergbuntbarscharten so fasziniert. Und was mich da auch motiviert, ihnen das eigentlich zuzugestehen, das selbst wieder zu machen, auch aus dem Hintergrund raus, dass es doch begründbare Theorien gibt, dass die das auch ein Stück weit das Erlernte weitergeben an die Babys, wenn die also gepflegt werden. Ja, also man hat immer wieder gesehen, dass Tiere, die also steril aufgezogen werden in praktisch ohne Eltern, dass die sich manchmal schwer tun mit der Brutpflege. Nicht bei allen natürlich, aber es scheint auffällig zu sein. Ja, so habe ich mir gedacht, ich gönne Ihnen hier diesen 70 Liter Cube, habe euch ja da auch schon ein Video drüber gezeigt, ja, wo wir mal die Unterhaltung der Eltern ein bisschen gesehen haben. Wer das nicht mitgekriegt hat, ja, ich fand es ganz witzig. Schaut mal einfach nochmal in die Playlist rein der letzten Wochen, da könnt ihr das nochmal begutachten. Ja, auch hier über die Aufzucht und so weiter wird natürlich ein Video folgen. Ja, auch da hoffe ich, dass ihr wieder gespannt dabei seid und sag schon mal tschüss. Mit der kleinen Bitte um ein Like, ein Abo oder einen freundlichen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Video.